zur Situation. Es ist grauenhaft, dass es eines Krieges bedurfte, der schon vor langem angefangen hat, um das größte Land in Europa in unseren Wahrnehmungshorizont überhaupt aufzunehmen. Es bedurfte eines Krieges, um zu lernen, dass es Städte gibt, Odessa, Charkiw, Mariupol, Kiew. Es bedurfte der Zerstörung, es bedurfte der Bomben, es bedurfte einer Flüchtlingsbewegung, die zwischen ein Viertel der Bevölkerung außer Landes getrieben hat, damit die Europäer und die Deutschen lernen, dass es außerhalb Russlands noch etwas anderes gibt. Ein Land, das nicht auf unserer inneren Landkarte war. Und die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass es in Deutschland keinen Raum gegeben hat für dieses große und jetzt in Bedrängnis, elementare Bedrängnis geratene Land. Das hat etwas mit einer totalen Fixierung auf Russland zu tun, die man gut erklären kann. Es gibt historische Beziehungen, es gibt die Beziehung der Dynastien, es gibt kulturelle Beziehungen über Jahrhunderte, es gibt die große russische Literatur, die Kunst, es gibt die grauenhafte Erfahrung der beiden Völker, der Deutschen und der Russen in dem furchtbaren Krieg, in dem die Deutschen so viel angerichtet haben. Aber sie haben nicht nur etwas in Russland angerichtet, sondern auf dem Territorium der Sowjetunion. Und das heißt, die Hauptschauplätze des Krieges waren Belarus und das war die Ukraine. Und die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass die Deutschen so ausschließlich auf Russland fixiert sind? Und das hat etwas mit Faszination für dieses große Land und dieses reiche Land zu tun. Und es hat etwas auch mit Schrecken und Angst zu tun. Und zwischen diesem pendelt eigentlich die deutsche Wahrnehmung unentwegt. Und es kommen noch viele Dinge hinzu, die Dankbarkeit, dass Gorbatschow der deutschen Wiedervereinigung nicht im Weg gestanden hat, sondern sie befördert hat. Aber die Frage ist, ob wir verstanden haben, wie dieses Russland nach dem Ende der Sowjetunion wirklich tickt. Und ich glaube, dass es eine Wahrnehmung gibt, die in gewisser Weise von eingehüllt ist in Sentimentalitäten, in die Erinnerung von verschiedenen Generationen, auch von Ahnungslosigkeit. Also die Generation, meine Generation in der Regel, die ist nie nach Russland gefahren. In Ostdeutschland war das etwas anders. Es gibt eigentlich keine große Kenntnis des Landes. Mhm. Und wie tickt es? Und ich glaube, wir haben viel zu lange uns damit beschäftigt, zu erklären, dass der Westen und die NATO schuld seien, dass es jetzt so in Russland gekommen ist. Und das ist ein unglaublich bequemes und einfaches Modell. Die Wahrheit ist, man muss sich erklären, wie ein großes Land nach dem Ende des Imperiums eine neue Rolle findet und sich neu aufstellt. Und diese Führung, die putinsche Führung, hat es nicht vermocht. Und er ist ein failing man. In gewisser Weise, er hat es nicht vermocht, das Land aufzustellen für die Modernisierung des Landes, für eine moderne Nationsbildung, für das 21. Jahrhundert. Mhm. Sondern er hat den einfachsten Weg gewählt. Der einfachste Weg war, Gas zu liefern, Öl zu liefern, jetzt Getreide zu klauen und zu liefern und jetzt sogar noch Menschen sich anzueignen, Manpower durch Vertreibung, durch Umsiedlung, durch Umvolkung und so weiter. Und die Dynamik eines Landes, dem das Reich abhanden gekommen ist, zu verstehen und die ungeheure Destruktivität, die darin besteht, wenn es keinen Ausweg gefunden hat. Und Putin hat das Land in die Sackgasse geführt. Und die Tragödie ist, dass Russland bis heute sich in diese Sackgasse hat führen lassen. Was ein eigenes Thema ist, warum es so weit gekommen ist. Hier hatten wir einmal, da würde ich gerne Herrn Fahrt fragen, haben wir uns in Russland getäuscht oder wie es auch war, hatten wir gar keine Ahnung von dem Land?
Ich glaube schon, dass wir Russland immer richtig eingeschätzt haben, auch in der Vergangenheit. Ich meine, ich muss auch sagen, bei den Energielieferungen Russland. Sie würden auch sagen, dass Frau Merkels Kurs richtig war? Ja, natürlich. Ich halte ihn immer noch für richtig. Mir fehlt Weil Sie einfach, Ihr ehemaliger Berater waren oder deswegen überhaupt Überzeugung? Nicht. Nee. Das sage ich aus Überzeugung. Mhm. Es gibt in dem Krieg, so wie er jetzt abläuft, einfach keine militärische Lösung. Das ist der Punkt. Und das wird einfach hier übersehen in der Debatte. Wir haben eine 1200 Kilometer lange Frontlinie von Charkow im Norden bis nach Kherson. Das läuft da ab, da liegen sich die Parteien gegenüber. Die Ukrainer werden auch in Zukunft immer begrenzte Offensiven, militärische Offensiven durchführen können, weil sie die amerikanischen Aufklärungsdaten haben. Die Russen können quasi operativ, taktisch keine Überraschung herstellen. Das geht nicht, aufgrund der westlichen Hilfe. Das ist ja auch richtig so. Das ist alles in Ordnung. Aber da wird keine Bewegung entstehen. Was wir jetzt haben werden, ist nach den Scheinreferenden eben einen stärkeren Guerillakrieg im Donbass, nicht, hinter den feindlichen Linien. Das wird sicherlich jetzt das Thema der nächsten Monate sein. Wenn wir das weiter alimentieren militärisch, das wollen wir ja der Westen, dann wird das ein langer Abnutzungskrieg. Und dann kann man am Ende sagen, jawohl, militärisch erfolgreich am Ende könnte die Ukraine sein. So erfolgreich wie die Taliban nach 20 Jahren westlicher Truppen. Oder die Mujahedin in Afghanistan, als die Sowjets dann doch nach 8 Jahren abziehen mussten. Oder die Amerikaner wegen der Vietcong. Mhm. Nicht? Also ich sag mal so, eine Erfolgsmöglichkeit gibt es. Aber der große Unterschied ist eben, Russland ist nicht Afghanistan, Russland ist nicht Libyen, Russland ist nicht Irak. Nicht? Russland ist eine Atommacht. Sie meinen, es geht nicht ohne Russland? Eben, es geht einfach nicht. Sie sind eine Nuklearmacht, sie sind die stärkste Nuklearmacht der Welt. Das heißt, wenn Sie in diesem Spektrum unterwegs sind militärisch, stehen Sie immer vor der Möglichkeit des Umschlags in einen allgemeinen Dritten Weltkrieg. Das Risiko, Frau Merkel ja auch heute gesagt hat, richtig, man soll diesen Bluff ernst nehmen. Eben, das ist tatsächlich so, nicht? Und das muss man ernst nehmen. Das kann man nicht einfach sagen, ach, der blöfft doch nur. Wer bestreitet? Ich muss sagen, wer hat denn das bestritten, dass man das nicht ernst nimmt? Also wenn ich sehe zum Beispiel... Ich erlebe Olaf Scholz da sehr besonnen. Ja, also das muss ich auch fairerweise sagen, das Bundeskanzleramt im Fall... Aber Frau Baerbock zum Beispiel ist da sehr besonnen und vorsichtig und versucht da im Grunde genommen einerseits Waffenlieferungen, ja, aber eben doch so moderat, dass es immer noch... Und Scholz ist auch der Einzige, der noch von diplomatischen Lösungswegen redet. Herr Scholz wird übrigens als Zauderer, vor allem auch von vielen Bundestagsabgeordneten, die twittern dann alles für die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ich würde nicht sagen, oder würden Sie sagen, dass im Bundestag alle sagen, Herr Scholz macht einen guten Job und lieben diese Besonnenheit? Mir kommt es eher so vor in der Berichterstattung, dass viele auch mit Herrn Scholz hadern wegen seiner Besonnenheit in der Sache. Oder würden Sie nicht zustimmen? Ich glaube, die mediale Aufgeregtheit, die wir oft erleben, bringt da auch manche zu Unrecht in Verdacht. Ich erlebe Herr Scholz als sehr besonnen und würde mal ein bisschen einen anderen Blick darauf werfen, auf ein Land, auf Russland, dem die Leute weglaufen. Es geht ja hier um einen Krieg auch gegen Werte, die Ukraine sich erwirtschaftet hat im Laufe der Jahre, um Frieden, Freiheit und auch Wohlstand in einem sozial-marktwirtschaftlichen System, auf das sie sich einlassen wollten. Die Ukraine war auch hochkorrupt. Und das glaube ich auch, dass man diesen Weg beschreiten wollte. Und jetzt haben wir eine Situation, in der Friede und Freiheit in Europa wieder angegriffen werden und tatsächlich in ein System, also wo kommen wir denn da hin? Wenn jeder hier jeden wieder annektieren kann, wie das irgendwann vor Jahrhunderten der Fall war. Also ich glaube, hier auch mal einen Strich zu ziehen und zu sagen, dieses Land ist eben nicht erfolgreich. Was mit seiner ist Ihr Lösungsvorschlag, Frau Konrad? Dieses Land ist eben nicht erfolgreich mit seiner Strategie, die es gerade fährt, weil ihm die jungen Männer jetzt weglaufen, weil die Leute das auch nicht mehr mitmachen im Land, weil natürlich auch ein Wohlstandsverlust Was für Russland damit einhergeht, konkret? Müssen wir hier auch weiter dabei der Linie bleiben und die Ukraine auch in jedem Fall unterstützen. Was ist Ihr Lösungsvorschlag, wenn Sie sagen, was ist der Lösungsvorschlag? Ja, ich habe ja gesagt, die Ukraine muss in jedem Fall weiter auch unterstützt werden. Das ist der Weg, den die Bundesrepublik eingeschlagen hat und der auch weiter verfolgt wird. Mhm. Und wie gesagt, Sie haben ja eben, Herr Schlögel, sehr schön auch die historischen Zusammenhänge herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation in Bezug auf den Energiekrieg, den wir jetzt vor der eigenen Haustür erleben und den wir lösen müssen. Die Lösung ist, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben jetzt viel schneller machen und tatsächlich die Krisen hier auch in unserem eigenen Land bewältigen und Lösungen finden, sodass die Bevölkerung hier auch Also es ist nochmal ganz klar, ich glaube, wir haben ja hier alle Konsens, dass der Angriff überhaupt nicht okay war. Da haben wir, glaube ich, alle Konsens, das ist nochmal ganz klar, nochmal zu betonen. Ihr müsst natürlich schon sehen, weil Sie gesagt haben, wir müssen den zu gewinnen und es schaut so aus. Es ist natürlich Putin...
hat ja durchaus ein paar Trümpfe in der Hand. Mhm. Und jetzt kann man sagen, militärisch ist es nicht gut gelaufen. Militärisch, da kann man erwarten, alles korrigieren. Militärisch ist er unter Druck, hat im Prinzip immer noch dieses Drohpotenzial mit den Atomwaffen. Aber auf der anderen Seite, die Zeit spielt auch für ihn mit der Bereitschaft der europäischen Bevölkerungen, weiter Kurs zu halten. Und wenn jetzt die Energiekrise sich verschärft, wenn wir wirtschaftliche Probleme bekommen, wir kriegen dieses Jahr eine Rezession in Europa, das ist, sagen alle Institute, die namhaften Institute auch weltweit, dann kommt der Druck immer mehr. Und deshalb ist es natürlich so, wenn wir wirklich sagen, wir sind hier in diesem Konflikt, im großen Konflikt mit Russland, und wir wollen Putin schwächen, dann müssen wir, ich wiederhole mich jetzt da, die Energiepreise weltweit runterkriegen. Und das muss die Priorität sein. Und wenn wir das nicht machen, wenn die Energiepreise hoch bleiben, wird die Unzufriedenheit wachsen. Jetzt kann man sagen, okay, in Deutschland wird es dann so moderiert, dass dann die auf die Straßen gehen, die werden dann gleich kritisiert. Aber ich glaube, europaweit wird es schwierig sein.